Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 2. Beim letzten Mal haben wir, ja, gegen den starken Numa im Armdrücken gewonnen, haben gegen einige Zauberer im Würfelpoker gewonnen, aber das war noch nicht alles. Wir haben außerdem ein interessantes Schema in den Kanalisationen von Loch Moin gefunden, und zwar ein Schema über eine Rüstung der Vraans, über eine Rüstung von der Zivilisation, die hier noch vor den Enceide gelebt hat und von denen wir ja schon so ein bisschen was in Dea Hennas Labor gehört haben. Und genau diese Rüstung haben wir uns dann beim letzten Mal auch hergestellt und tragen sie nun. Und mit dieser Rüstung wollen wir uns jetzt wieder daran machen, unsere Hexeraufträge zu erledigen, die da, der da heißt, die Gargoyles hier zu eliminieren. Wir haben ja da schon ein bisschen mit Bras von Banat drüber geredet. Der hat uns gesagt, dass es hier so ein paar Gebiete gibt, die man eben nicht mehr betreten kann, weil einen Gargoyles angreifen. Und das wollen wir natürlich, so nicht stehen lassen und wollen uns dementsprechend um diese Gargoyles kümmern. Allerdings müssen wir natürlich erstmal herausfinden, was man gegen Gargoyles tun kann. Und dafür wollen wir natürlich wieder mit unserer guten Felicitas Cori reden, denn die hatte ja schon in Bergen ein paar interessante Bücher für uns und vielleicht hat sie auch welche über Gargoyles. Also dann zeig mal, was hast du denn? Bruxa, Tal der Blumen. Oh, du hast Dea Hennas Memoiren. Das ist interessant. Ich meine, wir haben Dea Henna ja, wir haben ja sein Labor gesehen. Das würde ich mir gerne mal angucken. Aufstand von Vysima, bla bla. Hast du nichts über Gargoyles? Es geht noch, oh, da kommt noch ein bisschen was. Endriagen, Erdgenien, zack. Gargoyles. Wasserspeier, Neidköpfe, Probleme und Wartung. Was ist das denn für ein Titel? Aber von mir aus, schauen wir uns das mal an. Schauen wir mal, was haben wir denn bekommen? Also auf jeden Fall erstmal Dea Hennas Memoiren. Für die interessiere ich mich ja jetzt schon ein bisschen. Ich interessiere mich für die Studien an Bakterien, doch tut es mir nicht gut, mich nur auf ein Thema zu konzentrieren. Zudem quält mich der Mangel an Gesellschaft. Es geht nicht um andere Leute, die fast immer Ignoranten und Störenfriede sind, sondern um jemanden, mit dem ich mich auf meinem Niveau kommunizieren kann. Ich habe beschlossen, an einem der Golems zu arbeiten, um seine Denk- und Konversationsfähigkeiten zu erweitern. Letzteres ist unproblematisch, doch muss ich noch zeigen, ob es eine gute Idee war, ihn Gedichte und philosophische Abhandlungen auswendig lernen zu lassen. Fürs Erste spielen wir Rätselraten. Die eigentliche Herausforderung bestand darin, seine Fähigkeit zu gründlichem logischem Denken auf einer einzigen Tafel zu kodifizieren. Die Simulation gesunden Menschenverstandes bereitet mir nach wie vor Schwierigkeiten. Alle entsprechenden Versuche haben bislang zu semantischen Überlastungen geführt. Dennoch bin ich sicher, dass logische Axiome als Grundlegend des Denkens ausreichen. Ja, dass die alleine nicht ausreichen, haben wir ja gesehen, als wir dem Golem gegenübergetreten sind. Wir konnten ihn ja mit einem Paradoxon ziemlich einfach dann ausschalten, also ja, logische Axiome als grundlegendes Denkens reichen nicht aus. Aber prinzipiell beschreibt hier Dea Henna, wie er diesen Golem ja quasi gemacht hat. Das ist ja auf jeden Fall interessant. Okay, und was haben wir über Wasserspeier, Neidköpfe, Probleme und Wartung hier? Das ist ein komischer Titel irgendwie. Magietheoretiker streiten sich bis heute über die Klassifizierung der Gargoyles. Ich bin der Ansicht, dass es sich um eine Unterart der Golems handelt. Schließlich sind Gargoyles nichts anderes als magisch gesteuerte Steinfiguren. Zaubersprüche bringen sie dazu, dauerhaft gewisse schlichte Aufgaben zu verrichten, vorzugsweise ein bestimmtes Territorium zu bewachen. Das tun sie auch dann noch, wenn ihr Schöpfer längst tot ist. Ah, okay, der ist also der Meinung, dass Gargoyles quasi Golems sind, also so einer, wie wir eben Dea Hennas, Golem, allerdings natürlich ohne die Intelligenz. Das heißt, man kann sie wahrscheinlich genauso einfach deaktivieren wie Golems. Falls ihr euch erinnert, Golems haben ja ein Namenwort, mit dem sie quasi ins Leben gerufen werden, und mit genau diesem Namenwort kann man sie eben auch wieder, ja, quasi, oder kann man ihnen quasi wieder das Leben nehmen. Ich denke aber, bei Gargoyles ist es nicht ganz so, denn bei Gargoyles reicht es ja in der Regel nicht ein, für die Bewachung aufzustellen, sondern man braucht in der Regel mehr. Von daher glaube ich, dass das da ein bisschen anders geregelt ist, weil man kann schlecht jeden Gargoyle mit einem eigenen Namenwort ins Leben rufen. Das wird wahrscheinlich anders gelöst sein. Wahrscheinlich wird dann in dem Gebiet irgendwelche, ja, werden irgendwelche magischen Siegel sein, die man deaktivieren muss. Und da wäre es doch mal interessant, hast du gleich noch Bücher über magische Siegel? Die könnten wir dann eventuell gebrauchen. Das wäre dann nämlich noch ganz hilfreich, falls wir es mit solchen zu tun bekommen. Gräuel des Krieges, nein. Harpien, Magie und Macht. Marschall, Milan, Raubbenecken. Den Namen habe ich schon gehört, oder? Enthält eine interessante Beschreibung von Loch Moin. Ach, ich erinnere mich. Ich glaube, Jorvet hat uns von dem erzählt, richtig? Können wir uns ja auch mal angucken.
Runen der Macht. Buch über Runen, Glyphen und andere magische Zeichen. Ja, das ist es. Es hat auf jeden Fall mehrere Bände, Alter. Wie viele Bände? 4 Stück. War teuer, aber sollte gehen. Und ich glaube, den Rest der Bücher, ja, die sind nicht so interessant. Aber schauen wir mal, was wir in diesen Büchern diesmal gefunden haben. Marschall Milan Raupenek. Von der Elfenstadt Lokmuin zwischen den Gipfeln der Blauen Berge am oberen Lauf des Ponta ist nicht viel geblieben außer Erinnerung an ihre einstige Größe. Welch atemberaubenden Anblick muss sie früher geboten haben, wenn sie aus den Morgennebeln auftauchte. Nun künden nur noch weiße Ruinen von vergangener Pracht. Vor vielen Jahrhunderten zog der Zauberer Geoffrey Monk mit magisch begabten Kindern, sogenannten Quellen, hierher, um sie bei den Weisen der Elfen ausbilden zu lassen. Er konnte das Misstrauen des alten Volkes überwinden und der Weg zur friedlichen Koexistenz der Rassen schien offen. Doch es kam anders. Redanische Truppen richteten einige Jahre später in Lokmuin ein Blutbad an und brachten alle Elfen ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht um. Damit begann der Krieg, der im Aufstand von Eliren und dem Massaker bei Sherravet gipfelte. Die überlebenden Elfen zogen sich mehrheitlich in die unzugänglichen Blauen Berge im Osten zurück. Daran sieht der geneigte Leser, dass sich auch die besten Beziehungen mit ein bisschen bösem Willen im Nu zerstören lassen. Ah, interessant, da haben wir nochmal was über Lokmuin und wie da früher die Elfen lebten, aber scheinbar, ja, gab es sogar mal ein friedliches Zusammenleben zwischen Menschen und Elfen. Die Elfen haben den Kindern sogar, ja, quasi Magie beigebracht, so wie es ausschaut. Und ich glaube, dieser Milan Raupenek war dann derjenige, der die Stadt angegriffen hat, ne, die Stadt in Brand gesetzt hat, glaube ich. Hatte Jorvid nicht irgendwie sowas erzählt? Ich glaube, so in der Art war das. Naja, gut. Und zu den anderen beiden Sachen, Eliren und Sherravet, waren, wie ihr euch wahrscheinlich schon denken konntet, auch ehemalige Elfenstädte, die nun in Ruinen liegen. Dann schauen wir mal, was steht denn in den Runen der Macht drin. Buch der magischen Zeichen, Band 1. Die Rune der Kunst gleicht einer Harfe, die Rune des Krieges gleicht einer Faust, die Rune des Donners gleicht einem einschlagenden Blitz. In 2 stehen dann nur drin, wie die Runen aussehen. Ja, scheinbar. Okay, dann lesen wir uns das durch, falls wir es brauchen. Vielleicht brauchen wir es ja, dann können wir es immer noch benutzen. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, gehen wir mal dorthin. Wir haben ja, als wir hier mit Jorvid angekommen sind, haben wir ja schon Gebiete gesehen, wo Gargoyles uns angegriffen haben. Und ich würde sagen, wir gehen dann als erstes mal natürlich in diese Gebiete, bevor wir noch gucken, ob es woanders auch noch Gargoyles gibt, weil da wissen wir, wo sie auf jeden Fall sind. Und das erste Gebiet ist hier ja gleich um die Ecke, falls ihr euch erinnert. Ach, schon wieder Harpien, da kommt her. Kommt her, ihr blöden Mistviecher, ihr habt doch keine Chance. Zack, zack, und die da hinten noch. So, meine Güte. Geht mir nicht so auf den Sack, ich habe eigentlich nichts gegen euch. Aber interessant, über die Sache mit Lokmuin, und zwar, das ist eigentlich ganz interessant, und zwar, hier haben die Elfen ja früher gelebt. Vielleicht sind die Gargoyles sogar noch von eben diesen alten Elfenmagiern, von denen das Buch erzählt hat. Weil es wurde ja auch gesagt, die Gargoyles führen ihre Aufträge noch aus, wenn die Beschwörer längst tot sind. Es könnte sich also darum handeln, dass die Elfen hier irgendwas versteckt halten wollten. So, hier beim Temerischen Lager sind wir ja Gargoyles begegnet, falls ihr euch erinnert. Schauen wir mal. Der hat auf jeden Fall ein paar Urens dabei. Gargoyles. Ja, da kommen sie. So, dann benutze ich wieder das Art. Das hat sich ja als ziemlich wirkungsvoll erwiesen, falls ihr euch erinnert. Diesmal nicht ganz so wirkungsvoll, aber stark sind die Viecher jetzt auch nicht. Wir haben immerhin die Rüstung der Vrans. Ach, da ist schon wieder ein neues Vieh. Die Rüstung der Vrans haben wir immerhin. Da sollte das alles kein größeres Problem sein. Zack. Bisschen aufpassen, die explodieren ja ganz gerne, wie wir wissen. So. Nehmen wir mal mit, was wir hier haben. Und dann schauen wir mal. Also wie gesagt, Gargoyles werden normalerweise aufgestellt, um irgendwas zu bewachen. Das heißt, die sollten hier irgendwas bewachen. Und vielleicht sollten sie wirklich etwas bewachen, was die Elfen hier damals dagelassen haben. Schauen wir mal hier drin. Vielleicht sollten die Gargoyles ja genau das hier bewachen. Oh. Ich höre was. Ach du Scheiße, ein Golem. Hier will wirklich jemand was bewachen. Na komm her, du blödes Mistvieh. Mit dir fackel ich gar nicht erst lange. So. Meine Fresse. Da fackeln wir lieber gar nicht erst lange, machen wir das schnell zu Ende. Und dann schauen wir mal. Ah, guckt mal da, das ist wahrscheinlich das, was bewacht werden sollte, diese Truhe. Aber die scheint magisch geschützt zu sein. Okay, was müssen wir wohl tun? Ah, da sind auch schon die magischen Siegel, die wir vermutet haben. Wahrscheinlich müssen wir die einfach deaktivieren. Und dann
werden wahrscheinlich die Gargoyles hier nichts mehr bewachen müssen. Wahrscheinlich wird dann auch die Truhe für uns frei. Das wäre natürlich klasse. Dann sehen wir, was die Elfen hier quasi verstecken wollten. Das wird auf jeden Fall auch interessant, denke ich. So. Na dann. Au. Ich glaube, das war irgendwie falsch. Wahrscheinlich muss man die in der richtigen Reihenfolge betätigen. Okay, dann muss ich aber auch irgendwo Hinweise darauf geben, was die richtige Reihenfolge ist. Was haben wir denn hier? Ein Buchständer, okay, was steht da drauf? Glänzende Fische sterben auf dem Wandgemälde, vom Blitz getroffen. Okay, das hilft mir jetzt nicht sonderlich weiter. Vielleicht versuche ich erstmal herauszufinden, um was es sich für Runen hier handelt. Was könnte das denn sein? Was hatten wir denn? Die Rune der Kunst gleicht einer Harfe, die Rune des Krieges gleicht einer Faust, die Rune... Also eine Faust ist es auf jeden Fall nicht, ein einschlagender Blitz auch nicht. Eine Harfe könnte es sein, oder? Könnte eine Harfe sein. Eine Sense, also ein Parallelogramm ist es nicht und Schmetterling kann es auch nicht sein, wegen den zweifach durchgestrichenen Linien. Also hier steht ja, die Rune des Todes gleicht einer Sense, die Rune des Himmels gleicht einer Linie in einem Parallelogramm oder zusammengepressten Lippen und die Rune des Schmetterlings gleicht einer zweifach durchgestrichenen Linie. Könnte auch eine Sense sein, oder? Ja, eher weniger. Sieht eher nach einer Harfe wirklich aus. Was haben wir noch? Die Rune des Lebens gleicht einer erblühten Blume, die Rune des Tieres gleicht einer Schlange im Flussbett, die Rune des Schicksals gleicht einem Kreuz in einem Kreis. Okay, das war es auf jeden Fall nicht. Wie eine erblühte Blume sah es auch nicht aus und eine Schlange im Flussbett, mit viel Fantasie höchstens. Die Rune des Wetters gleicht einem geborstenen Pfeil, die Rune des Verstandes gleicht einem tanzenden Bären auf einer taufeuchten Wiese. Was? Wer hat sich das denn ausgedacht und wie sieht das aus, verdammt? Die Rune der Zeit gleicht einer geöffneten Sanduhr oder einem Kelch. Also das Ding in der Mitte, glaube ich, können wir weglassen. Geborstener Pfeil oder Sanduhr? Nee, beides nicht. Wird wahrscheinlich eine Harfe sein. Okay, was haben wir hier? Ah, hier haben wir auf jeden Fall ein Parallelogramm. Welche Rune war denn das nochmal? Parallelogramm? Da, die Rune des Himmels. Okay, das da war dann wahrscheinlich... Welches? Jetzt muss ich natürlich nochmal nachgucken. Die Rune der Kunst war die einer Harfe. Okay, dann haben wir da Kunst, da Himmel. So, was könnte das sein? Was könnte das sein? Geborstener Pfeil ist es nicht. Der Bär auch nicht. Die Sanduhr auch nicht. Eine Blume ist es auch nicht. Ein Kreuz in einem Kreis auch nicht. Es könnte eine Schlange im Flussbett sein, oder? Mit den beiden, das da sind quasi die beiden Flussenden und dazwischen liegt die Schlange. Ich guck mal kurz, ob noch was anderes Sinn macht. Eine Sense ist es auf jeden Fall nicht, das Parallelogramm ist ja schon weg und eine zweifach durchgestrichene Linie ist auch nicht. Die Harfe ist ja schon weg, eine Faust ist es nicht und ein einschlagender Blitz könnte es... Naja, nee, es ist wahrscheinlich eher die Schlange im Flussbett und das wäre dann... Die Rune des Tieres, okay, dann haben wir Tier. Und was haben wir da? Ah, okay, das ist die Sanduhr, das ist die Rune der Zeit. Da brauche ich nicht lange gucken. Okay, jetzt schauen wir mal nochmal mit dem Wissen. Glänzende Fische sterben auf dem Wandgemälde vom Blitz getroffen. Okay, Fische sind auf jeden Fall Tiere. Dann das Wandgemälde wird wahrscheinlich für Kunst stehen und vom Blitz getroffen wahrscheinlich für Himmel, ne? Weil es ja aus dem Himmel kommt. Ja, dann wird Sterben wahrscheinlich die Zeit sein, weil alles irgendwann stirbt. Also, Tiere. Zeit. Dann die Kunst. Und schließlich der Himmel. So, jetzt bin ich ja gespannt. Hat das diesmal geklappt? Ja, die Kiste wird deaktiviert. Jetzt bin ich ja gespannt, was die Elfen hier verstecken wollten. Schema Handschuhe des älteren Blutes. Oh, das klingt interessant. Lass die mal sehen. Sind die besser? Ja, die sind schon an manchen Stellen besser. Und können wir die herstellen? Tücher, Hammer. Gut gehärtetes Leder haben wir nicht, können wir aber herstellen. Ja, die können wir sogar herstellen. Perfekt, dann stellen wir uns die dann später auch nochmal her. Wäre doch gelacht, dann haben wir was von den Vrans an der Rüstung und die Handschuhe von den Elfen, die ja mal gelebt haben. Das ist ja cool. Okay, hier wären wir dann fertig, aber weiter vorne waren ja auch noch Gargoyles, falls ihr euch richtig erinnert. Damals, als wir mit Jorvet angekommen sind, waren ja da ganz vorne auch noch welche. Die wollen wir uns natürlich auch noch holen.
Mal sehen, ob das dann auch wieder von den Elfen ist. Aber es ist auch irgendwie logisch, dass die Schema der für die Handschuhe des älteren Blutes haben, muss man mal sagen, weil das ältere Blut stammt ja mehr oder minder auch von Elfen ab. Zwar auch von Menschen, aber eben auch von Elfen. So, hier waren doch auch Gargoyles. Ich erinnere mich genau. Da kommt er schon. Das blöde Mistvieh. Scheiße, hinter mir ist was gekommen. Oh Gott, da kommt gleich mehr. Und tschüss, Freundchen. Zack, zack. Jetzt funktioniert das Art wieder, wie es soll. So gefällt mir das. So, für dich brauche ich gar kein Art verschwenden. Oder vielleicht doch. Geht mir mal nicht so auf den Sack, Freunde. So, der explodiert. Ihr lernt es wohl nie. Ja, die lernen es nicht. Und tschüss. So gefällt mir das. Okay. So, was sollen die Gargoyles hier bewachen? Oh nein, jetzt bin ich ernsthaft überlastet. Ich muss was loswerden. Wir haben noch die Rüstung aus Mahakam, theoretisch. Die würde ich aber gerne verkaufen. Die ist immerhin ziemlich wertvoll. Hier, Säbel braucht doch kein Mensch. Und ein Kovir-Schwert braucht auch kein Mensch. Weg mit dem Scheiß. So. Ah, da ist wieder eine Treppe nach unten. Diesmal behalte ich das Silberschwert aber gleich in der Hand, falls da wieder ein Golem unten wartet. Und da sehen wir auch schon wieder die Siegel. Aber diesmal sieht es nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Golem. Das Medaillon. Nee, diesmal ist hier kein Golem. Okay, aber wir haben wieder Siegel. Das ist wieder die Harfe. Das ist wieder die Zeit. Das ist wieder das Tier. Und das ist wieder der Himmel. Schön, die sind gleich. Okay. Wo sind jetzt die Hinweise? Und da ist wieder die Truhe, die bewacht werden soll. Was ist denn das für ein Teil? Scheint eine Art Mikroskop zu sein. Oder ein Fernrohr. Das ist eher ein Mikroskop. Ein Fernrohr wäre ein bisschen seltsam, ne? Aber vielleicht ist ja auch irgendwie magisch und man kann... Vielleicht ist das in der Mitte ja quasi unsere Erde und man kann auf den Punkt gucken, auf den man möchte. Und mit Hilfe von Magie kann man dann sehen, was auf diesem Punkt wirklich passiert. Das wäre natürlich interessant. Aber da drüben habe ich den Buchständer schon gesehen. Drei Feldmäuse tanzen in der Abenddämmerung im Kreis. Die Sterne sind wie Saatkörner. Okay, die Feldmäuse sind eindeutig Tiere, die Sterne sind eindeutig Himmel. Abenddämmerung ist eindeutig Zeit und der Tanz ist dann eindeutig die Kunst. Das heißt, Tiere, Kunst, Zeit und schließlich der Himmel. Zack. Haha, und auch die Truhe wird deaktiviert und da haben wir ein antikes Manuskript und Schuhe des älteren Blutes. Oh, die hatten die Elfen also auch? Interessant, ein antikes Manuskript, was steht da denn drin? Okay, ich glaube, ich verzichte mal darauf, das vorzulesen. Vielleicht kann das ja irgendjemand übersetzen von den Zauberern hier, vielleicht Bras von Banat. Und da haben wir auf jeden Fall noch Schuhe des älteren Blutes. Die sind jetzt zwar nicht so mega viel besser, aber... Ich würde sagen, wenn wir schon die Handschuhe herstellen, können wir die Schuhe ja auch gleich herstellen. Die können wir auch herstellen, oder? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Tücher haben wir, Leder haben wir. Ja, haben wir alles. Die können wir auch herstellen. Ja, machen wir das doch mal. Und lasst mich raten, bei den letzten Siegeln, bei dem letzten Gargoyle-Nest quasi, gibt es dann wohl die Hose des älteren Blutes, ne? Okay, da hinten waren keine Gargoyles mehr, das wissen wir. Ach, das waren die Sachen, die ich weggeworfen habe. Vielleicht sollte ich auch nochmal was verkaufen. Mal schauen, dass ich das vielleicht schnell mal mache bei einem der Typen da. Da mal schnell was zu verkaufen. Es wäre vielleicht gar nicht so blöd, dass ich dann auch genug Platz habe, um da ein bisschen das Gargoyle-Zeug mitzunehmen. Ich glaube zwar, ich brauche das für nichts, aber okay. Gut, aber dann können wir ja auf jeden Fall uns das Zeug bei Bras von Banat dann mal herstellen lassen. Aber ich würde sagen, das machen wir erst, wenn wir die gesamten Gargoyles eliminiert haben. Die dürften ja nicht mehr runterkommen. Die sind ja deaktiviert, genau. Ich würde sagen, das machen wir dann erst, wenn wir den Gargoyle-Vertrag fertig haben. Dann können wir es nämlich so machen. Wir geben den Gargoyle-Vertrag ab, kriegen unsere Belohnung, stellen dann gleich die Sachen her und geben ihm das antike Manuskript zum Übersetzen. Und dann, ja, gucken wir mal. Wahrscheinlich, wie gesagt, wird dann in dem letzten Gargoyle-Nest eine Hose sein. Schon wieder Harpien. Alter, ihr geht mir echt auf den Sack, wisst ihr das? Ach, geht mir doch mal nicht so auf den Sack, Freunde. Komm schon her. So. Meine Güte, die überdauern aber auch alles, wie es aussieht. Die schlachte ich und es werden einfach nicht weniger. Habe ich so ein bisschen das Gefühl... Ach du Scheiße, da kommt ein Nilfgaarder an. Was will der denn? Keine Ahnung, ich gehe ihm aus dem Weg. Ist immer die bessere Sache.
Keine Ahnung, warum der seinen Posten verlässt. Vielleicht muss er einfach mal aufs Klo oder es wird gewechselt. So, dann schaue ich mal ganz kurz beim unglaublichen Lockhart vorbei und verkaufe mal kurz ein bisschen was. Verkaufen, hast du vielleicht eigentlich noch... Der hat auf jeden Fall noch Runen. Ja, okay. Hier, das und das kann weg. Oh, wir haben eine Gargoyle-Trophäe. Rüstung plus 7. Moment, die gucke ich mir mal gleich an. Die ist Quark. Und die Rüstung aus Markham kann weg. Dann habe ich erstmal wieder Platz. Aber die Gargoyle-Trophäe interessiert mich ja jetzt doch mal. Die ist auch schlechter als die Golem-Trophäe, finde ich. Okay. Gut, und dann schauen wir mal. So, wo könnten wir jetzt noch Gargoyles finden? Eventuell da hinten geht es ja noch weiter. Vielleicht gibt es da hinten noch irgendwo Gargoyles. Mal schauen. Vielleicht finden wir da ja noch welche. Irgendwo müssen ja noch welche sein. Oh, ein toter Zwerg. Der tut mir ja fast... Der tut mir schon so ein bisschen leid. Der hat Schema Wasseressenz, Schema Öl, ja, und ein paar Urens. Auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, so. Schauen wir erstmal hier hinten vielleicht. Ob hier irgendwo noch Gargoyles sind. Ah, sieht irgendwie gerade nicht so aus, ne? Hier sieht es nicht so aus, als wären hier irgendwo Gargoyles. Okay. Dann hier vielleicht. Ja, hier sind eine ganze Menge Menschen. Hier werden dann wahrscheinlich nicht direkt irgendwelche Gargoyles sein. Mal schauen. Da sind noch ein paar Zauber. Die sieht aus wie Sheila, der Tanker will. Aber es ist sie nicht. Okay. Ah, da hinten. Das sieht doch gut aus. Das könnte doch so eine alte Stelle noch sein. Von wem ist eigentlich dieses Banner? Frag ich mich gerade. Das ist eine gute Frage. Vielleicht gehört das zur Kammer und Rat der Zauberer. Wer weiß. Und da hinten sehe ich schon die Gargoyles. Seht ihr sie auch, wie sie sich schon bewegen? Dann kommt mal her. Hier ist also die dritte Stelle. Da kommt... Alter. Das war diesmal unfair. Das war richtig unfair, Freundchen. Eieiei. Okay, den da. Hauen wir erstmal hier alle Säulen um. Habe ich das Gefühl. Alter, sind hier viele Gargoyles. Das wird echt nicht einfach. Scheiße, ich habe das Art nicht getroffen. Alter, sind hier viele. Alter. Okay, okay. Zum Glück habe ich die Ivran-Rüstung an, ey. Aber Hauptsache erstmal alle Säulen hier immer umhauen, ne? Au, 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 au. Okay, Freunde. Ich habe auch Bomben dabei. Ah, da scheinen die jetzt nicht so interessiert zu sein, habe ich das Gefühl. Das scheint die jetzt nicht sonderlich zu jucken. Aua. Oh, Mann. Okay, kann ich den erstmal fertig machen? Danke. Explodiere bitte. Danke. Und jetzt tschüss mit dir. So. Oh. Jetzt habe ich vergessen, dass der ja explodiert. Wenn ich ihn so töte. Okay. Nehmen wir das Zeug der Gargoyles mal wieder mit. Und dann schauen wir, was die hier bewachen sollten. Wie gesagt, ich vermute die Rose des älteren Blutes. Aus irgendeinem Grund. So, schauen wir mal hier drin. Ah, ich sehe da hinten schon wieder die Siegel. Und da ist schon wieder die Truhe, perfekt. So, was haben wir denn hier? Das ist wieder Tier. Da haben wir wieder Zeit. Da haben wir wieder Himmel. Und da haben wir wieder Kunst. Okay, so, und wo ist jetzt der Buchständer? Da. Was steht denn hier drauf? Am dunklen Himmel. Oh, das ist richtig schwer. So schön schwebt ein Falke schneller und schneller. Oh, das ist aber ein bisschen komplizierter, finde ich. Am dunklen Himmel. Also am dunklen Himmel. Meine Frage ist jetzt, das könnte jetzt ein bisschen... Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil dunkel könnte ja gleichzeitig bedeuten, dass es spät am Abend bzw. in der Nacht ist. Das könnte auf Zeit deuten, aber gleichzeitig könnte schneller und schneller auch auf Zeit deuten. Die Frage ist auch, was deutet hier auf Kunst? So schön schwebt vielleicht... Oder schneller und schneller. Also Falke ist klar, das ist das Tier. Der Himmel ist auch klar. Jetzt ist die Frage, die Zeit am Ende oder am Anfang? Ich würde sie fast ans Ende setzen, muss ich gerade ehrlich sagen. Also ich würde sagen, Himmel, Kunst, Tier, Zeit. Im Notfall probiere ich die andere aus. Also Himmel. Bin mir jetzt echt nicht sicher. Kunst ist wirklich ein bisschen komplizierter. Himmel, Kunst... Tier, hatte ich dann gesagt, ne? Der Falke, genau. Und dann die Zeit. Ich hoffe mal, das stimmt. Wir werden es ja dann gleich sehen. Im Notfall probieren wir halt das andere. Ah, es hat geklappt, okay. Es hat geklappt, es hat geklappt. So, schauen wir mal. Was haben wir denn in der letzten Truhe hier? Da ist die Hose des älteren Blutes und ein Adandite. Was ist das denn? Du trägst das Schwert Aramils, der sich dem König widersetzte.
Der Herr der wilden Jagd giert nach dem Gen des älteren Blutes. Er öffnet die Tore zwischen den Welten, um Schrecken und Zerstörung zu sehen. Ich verabscheue die Vision der Ermordung aller Rassen im Namen der einen Richtigen. Der König der Jagd befahl, mich zu töten. Die Geister aus seinem Reiterzug jagen mich schon seit Jahrhunderten durch die Weiten des Alls. Nun bin ich in Lokmuin angekommen. Auch wenn ich müde bin, ich darf nicht ruhen. Die Reiter der Jagd sind dicht auf. Schon spüre ich ihren eiskalten Atem im Nacken. Oho, das war wohl dieses Schwert, welches wir finden sollten, welches uns etwas über die wilde Jagd erzählt. Das ist wohl dieses Schwert, welches diesem Elfen aus einer anderen Dimension gehört hat. Das Adandait, ein Silberschwert, das legen wir auf jeden Fall mal an. Auf jeden Fall interessant, okay. Damit wissen wir jetzt auch ein bisschen mehr über die wilde Jagd. Und zwar haben wir jetzt auf jeden Fall schon, wissen wir auf jeden Fall schon mal, was die wilde Jagd genau will. Und zwar das ältere Blut. Also, ja, die Nachkommen, jetzt habe ich den Namen der Elfin vergessen. Die Nachkommen dieser Elfin, aber ich habe euch ja in Witcher 1 da schon ein bisschen was davon erzählt. Die Nachkommen einer gewissen Elfin, die eben besonders mächtige Magie wirken können. Alwin war ja auch einer vom älteren Blut und den wollte der König der wilden Jagd ja haben. Ah, äußerst interessant. Bereitet auf jeden Fall. Auf die letzte Lektion vor. Gut, dass wir ja quasi, beziehungsweise den Großmeister, den Großmeister der Flammenrose wollte er ja dann haben, welcher ja, wie wir leider wissen, wahrscheinlich Alwin war. Und den wollte er haben. Und er hat uns ja auch verfolgt, weil er sagte, er sucht nach jemandem, der, oder ja, mit dem wir mal zusammen waren. Ist das der Grund, warum der König der wilden Jagd uns verfolgt? Will er bei uns das ältere Blut finden? Wollte er bei uns nur den Großmeister finden? Das könnte natürlich sein, aber vielleicht erfahren wir noch mehr. Und eine andere Sache ist auch noch interessant, und zwar dieser Elf aus einer anderen Dimension, wir haben es gehört, wurde scheinbar von der wilden Jagd durch das gesamte Universum gejagt. Scheinbar können die wohl auch, ja, die Orte wechseln. Scheinbar können die Geister der wilden Jagd auch nicht nur in unsere Welt kommen, sondern sind auch in anderen Welten. Das ist natürlich äußerst interessant, aber okay. Dann würde ich mal schauen, dass wir zuerst mal die Sachen herstellen. Das ist jetzt am interessantesten, und zwar Gegenstände herstellen. So, fangen wir mal an. Wir brauchen Handschuhe des älteren Blutes, dafür brauchen wir noch gehärtetes Leder. 2 Stück. Also dann, Handschuhe des älteren Blutes. So, Hose des älteren Blutes. Dafür brauchen wir, ist das Nietenleder oder gehärtetes? Gehärtetes Leder. Brauchen wir nochmal 2-mal gehärtetes Leder. Dann können wir auch die Hose des älteren Blutes herstellen. Und dann noch die Schuhe oder Stiefel. Schuhe des älteren Blutes. Da brauchen wir nur Leder. Zack, hätten wir das auch. Und dann legen wir natürlich jetzt alles an. Schuhe des älteren Blutes. Hose des älteren Blutes und Handschuhe des älteren Blutes zusammen mit einem vergessenen Schwert der Vrans und einem Adandait, einem Schwert von einem Elfen aus einer anderen Dimension. Das ist doch mal was Interessantes. Haben wir eigentlich auch interessante Runen, die wir draufpacken können? Wir haben Runen des Feuers. Die klingen auf jeden Fall ziemlich gut. Da kaufe ich mir jetzt gar keine neue, hä? Wir haben immerhin Runen des Feuers, verdammt, und zwar ziemlich oft. Die erhöhen unsere Einäscherungschance. Guckt mal, unser vergessenes Schwert der Vrans hat nämlich auch noch neben Einäscherung, Einfrierung erhöht unsere Vitalitätsregeneration und erhöht unsere Energie, wenn es gezogen wird. Da hau ich mal ordentlich Runen des Feuers drauf. Und dann würde ich sagen, hau ich da auch noch Runen des Feuers drauf. Das erhöht halt den Schaden und noch die Möglichkeit, irgendwas zu verbrennen. Och, und dann hauen wir mal noch Rune der Erde drauf, komm. Hier, dann ist das jetzt unser Adandait und das unser vergessenes Schwert der Vrans. Okay, dann verkaufen wir erstmal jetzt unseren überflüssigen Klamauk hier. Die Elfenhandschuhe, die exzellente Lederhose. Und das Gynvale-Ed, das wir ja von einem Nilfgaarder bekommen hatten. Also von einem toten Nilfgaarder. Okay, und dann fangen wir mal an mit den Gargoyles. Die Gargoyles, ich möchte mit dir über die Gargoyles reden. Erzähl mir was über diese Gargoyle. Nein, das war das Falsche, das hatten wir ja schon. Ach, sorry, so. Die Gargoyle sind Geschichte. Den Göttern sei Dank. Endlich kann man sich in der Stadt wieder bewegen. Hier ist deine Belohnung. Danke. Okay, und jetzt kommen wir mal zu dem Manuskript, was wir gefunden haben.
Ich habe das Manuskript gefunden. Interessant. Es ist mit Hilfe uralter Magie versiegelt. So sichert man nur sehr wertvolle Dinge. In der Tat. Weißt du, wie man es entsperrt? Die nötigen Ingredienzien werden aus den Körpern bestimmter Monster gewonnen, die es hier leider nicht gibt. Pheromone der Königin der Endriagen, das Blut eines Neckers und das Hirn einer Gralle. Statt des Harpyen-Eises wirkt auch die Zunge eines Muderhäuters. Danke. Ich komme zurück, wenn ich alles beisammen habe. Den Viechern sind wir doch alle schon begegnet, ja? Die Ingredienzien haben wir doch alle, na dann. Mach mal gleich los, Freundchen. Ich habe alles. Nicht möglich. Gib her. Es müssen unbedingt die Anteile stimmen. Geschafft. Mal sehen, was drin steht. Oh Götter! Was hast du gefunden? Eine Anleitung zum Schmieden des legendären Schwerts Kerme. Sie ist dein. Du hast sie dir verdient, Hexer. Es wäre mir eine Ehre, das Schwert zu schmieden. Danke. Mach's gut. Oho, ein legendäres Schwert namens Kerme? Schauen wir mal, was haben wir denn? Wie sieht denn das aus? Kerme, 50 bis 58, ein Stahlschwert. Wir bräuchten dafür prinzipiell nur noch Eisenerz, aber das müssten wir ja noch in der Truhe haben, meine ich. Ist das besser als das? Oh gut, ich meine, das ist aufgewertet, das muss man noch dazu sehen. Ich finde aber fast, Vitalität, Regeneration, haben die beide plus 2. Gut, das Kerma hat Verlängerung der Wirkdauer von Ölen, aber das benutze ich sowieso irgendwie nie. Und Chance auf sofortige Tötung des Gegners plus 4%. Unser vergessenes Schwert hat da nur 2%, dafür hat es aber eben noch... ja gut, die Einäscherung kam durch die Runen, die könnten wir da auch wieder draufhauen, aber es hat noch Erfrierung und Energie und ist, glaube ich, insgesamt auch ein bisschen stärker und sieht eigentlich und passt irgendwie auch besser zu unserer Rüstung. Deswegen würde ich sagen, Kerme ist zwar auch ein cooles Schwert, aber wir behalten unser vergessenes Schwert der Vraans. Gut, aber mit unserer neuen Ausrüstung jetzt, mit den Handschuhen, Schuhen und der Hose des älteren Blutes und der Rüstung der Vraans, würde ich sagen, wie wir uns von den Redaniern gefangen nehmen lassen, um dann endlich mal Philippa Eilhardt zu treffen, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 2. Bis dahin. Ciao.